Wie arbeitet man mit Parametern in Fusion 360 korrekt? Das schauen wir uns im heutigen Video einmal an und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Mekorama.de. Ja, ich arbeite momentan immer noch sehr viel in Fusion 360, ganz einfach, weil ich da recht firm drin bin und aktuell designe ich sehr viele von diesen Gridfinity Bins für alle möglichen Zwecke, um hier im Studio einfach mal ein bisschen Ordnung hinzubekommen. Natürlich auch für ein paar andere Sachen, ihr habt es letztens im Livestream bestimmt verfolgt. Und ich habe mir unter anderem zum Beispiel mal hier für die Schweizer Franken, für das Kleingeld, was ich immer sonst so irgendwo mitbringe, so einen kleinen Coinhalter designt, der nicht ganz passt beim ersten Versuch. Was meine ich damit? Nun, ganz einfach, dass hier so ein 5 Schweizer Franken, wenn ich den da reinstecke, habe ich hier so ein kleines Problem. Der stößt nicht unten an, der ist ein bisschen zu breit. Und das ist natürlich dann ein bisschen bitter, wenn man das Ganze jetzt wieder komplett löschen und wieder von vorne anfangen müsste. Da habe ich natürlich Glück. Ich habe die Coins natürlich vorher entsprechend ausgemessen und habe mir die Werte in Fusion 360 als Parameter angelegt. Auch die Abstände hier zwischendrin habe ich mir als Parameter angelegt und habe natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich ändere die Größe von diesen Coins ab und habe dann am Schluss ein angepasstes Modell, was ich später ausdrucken kann. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie definiere ich überhaupt einen Parameter? Nun, ganz einfach, ich gehe hier auf Modify und Change Parameters. Das ist relativ weit unten im Menü. Und dann bekomme ich ein Pop-up, in dem ich user-generierte Parameter entsprechend erstellen kann. Die nennen sich dann auch User Parameters. Dort kann ich dann Stück für Stück einfach über das Plus-Icon hier rechts oben neben der Suchleiste einen neuen Parameter erstellen. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal den ersten hier 5 Schweizer Franken, also 5 CHF. Das muss alles komplett ausgeschrieben werden, das heißt Zahlen oder so funktionieren nicht. Und Unterstriche, Punkte oder so in Richtung funktioniert auch nicht. Das heißt, man muss das Ganze immer vielleicht mit Großbuchstaben dann entsprechend, wenn ein neues Wort beginnt, dann voneinander optisch trennen. Aber ansonsten kann ich dem Ganzen einen beliebigen Wert geben. Ich kann aber auch hingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, okay, ich habe jetzt hier 2 Schweizer Franken. Oder nehmen wir mal ganz einfach hier die 10 Rappen. So heißt hier entsprechend, wenn es 10 Cent, wenn es Kleingeld geht. Dann kann ich einfach sagen, okay, die 10 Rappen sind jetzt einfach mal über den Daumen gepeilt. Naja, die Hälfte von einem 5 Franken Münzstück. Und dann kann ich hingehen und sagen, okay, ich nehme mir die 5 Franken zum Beispiel mal und teile diesen Wert als Parameter hier entsprechend durch 2, also als Wert für diesen Parameter durch 2. Und dann habe ich quasi aufbauend auf den 5 Franken mir einen neuen Parameter definiert. Das ist natürlich auch ziemlich convenient, weil ich dort natürlich auch ganz andere Sachen anstellen kann. Unter anderem zum Beispiel mal eine Min-Max-Funktion. Eine Min-Max-Funktion bedeutet zum Beispiel mal, wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Steg in der Mitte und ich habe jetzt hier, was weiß ich, noch ein Modul dran, weil ich sage, okay, ich habe nicht genug Platz, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal das 20-Rappen-Stück vergessen, dann kann ich sagen, okay, ich möchte gerne, dass dieser Steg hier zwischendrin sich zwischen mindestens 2,4 mm bewegt und zum Beispiel mal 7 mm bewegt, dass es nicht drüber hinausgeht. Das Ganze kann ich natürlich auch für Abrundungen oder Schrägen entsprechend, also für Chamfer und für Fillet entsprechend definieren, für diejenigen, die das Programm auf Englisch nutzen. Damit ich einfach dafür sorgen kann, Begrenzungen zu definieren, um mein Design nicht brechen zu lassen. Was meine ich damit? Nun, wenn ich zum Beispiel hingehe und eine Abrundung an einer Kante mache, die größer ist als die Fläche, die abgerundet werden soll, dann kriege ich von Fusion 360 natürlich einen Fehler. Möchte ich das vermeiden, dass ich zum Beispiel sage, die Höhe von so einem Teil ist vielleicht 10 mm, dann sage ich, okay, die Abrundung darf maximal 10 mm sein. Also von 0 bis 10 mm kann ich alles definieren. Und da kann ich mir eine Funktion bauen, die auch andere Parameter enthält, zum Beispiel entsprechend die Flächenhöhe. Das ist natürlich ziemlich convenient, dass ich dort sowas definieren kann. Ein weiterer Anwendungszweck von Parametern ist, dass man in der Zeichnung selbst damit rechnen kann. Also möchte ich jetzt zum Beispiel mal hier vom Rand wissen, wie weit ich dann hier eine Linie zeichnen kann, um den Mittelpunkt für das 5-Franken-Stück zu definieren. Dann kann ich einfach sagen, okay, von dem Punkt ab, wo ich loslegen möchte, kann ich sagen, ich nehme hier den Parameter 5 Schweizer Franken und teile diesen durch 2 und diesen gebe ich quasi in die Länge von dieser Linie ein. Und damit habe ich genau den Mittelwert, den ich eigentlich brauche und von dort aus kann ich dann immer mit dem Abstand zusammen auch weiter bis zum nächsten Mittelpunkt mich Stück für Stück vorhangeln und so Stück für Stück eine ganze Reihe aufbauen. Das hat auch einen gewissen Zweck.
Denn damit kann ich natürlich dann auch sagen, okay, ich verbinde diese sozusagen über Einschränkungen oder Zwänge, wenn man so möchte, in Englisch Constraints, dass ich sage, okay, die hängen auf jeden Fall zusammen und die dürfen nicht auseinandergehen, diese Punkte. Und dann kann ich sagen, wenn ich jetzt einen Punkt hier in der Mitte ändere, also zum Beispiel den Abstand zwischen den Münzen, dann zieht sich das andere automatisch auch nach hinten raus und damit habe ich eine super Möglichkeit, dann entsprechend das Objekt parametrisch aufzubauen. By the way, dieses Template für das Gridfinity Design hier, was ich auf Printables gefunden habe, das packe ich euch unten in die Videobeschreibung, ist natürlich auch parametrisiert aufgebaut. Das bedeutet, angefangen ist das Ganze auf einem Modul und dann kann man das Ganze natürlich durch Parameter erweitern. Das bedeutet, ich kann hier sagen, ich hätte gerne, wie jetzt hier, 4x1 im Design, also von diesen kleinen Füßen hier unten 4x1. Ich kann aber natürlich sagen, okay, ich hätte gerne 4x2 oder 3x2. Das kann ich frei definieren und ich kann natürlich auch die Höhe definieren. Und das Ganze beeinflusst dann entsprechend die Parameter, die notwendig sind, damit das ganze Teil hier so aussieht, wie es aussieht. Und das ist natürlich schon super convenient. Möchte ich jetzt einen Parameter erzeugen, kann ich natürlich hingehen und zum Beispiel mal einen Kreis zeichnen und diesem Kreis dann sagen, okay, Kreisdurchmesser gleich und dann 10 mm oder was eingeben, dann erzeuge ich quasi einen objektbasierten Parameter, der dann später in der Parameterübersicht nicht unter den User-Parametern auftaucht, sondern unter den Objektparametern bzw. Modulparametern. So kann ich natürlich auch etwas erzeugen, wenn es mal quick und dirty sein muss. Aber normalerweise sollte man das Ganze über User-Parameter definieren, das heißt also im Voraus oder halt während des Designs das Ganze immer wieder anpassen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, euch in der Makeorama Family begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank geht auch raus an meine Patreonen, die mich tatkräftig unterstützen, um solche Videos produzieren zu können. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao!